15. August 2038, 20.29 Uhr. Ermittler vor Ort und damit herzlich willkommen zu einem neuen Projekt Detroit Become Human. Wo ein Fisch liegen lassen. Komm, wir retten den Fisch. Ich hoffe, Fischi, du wirst weiterleben. Software instabil, okay. Sind wohl die Personen, die was denn hier leben? Phillips Caroline, Phillips Emma und Phillips John. 11.10.99, 23.05.2001. Der John, der ist sogar jünger als ich. Interessant, interessant. Bitte, retten Sie meine Kleine! Was? Sie schicken einen Androiden? Okay, wir das müssen jetzt das gehen. Können Sie doch nicht machen! Sie, warum schicken Sie keinen echten Menschen? Die hat wohl was gegen Androiden. Ich bin der Captain allein. Alan. Meine Männer sind auf der Stelle einsatzbereit. Fuck. Okay, erstmal mit Captain reden. Captain, ich bin da. Captain Allen, ich heiße Connor. Ich bin der Android, den Cyberlife geschickt hat. Er feuert auf alles, was sich bewegt. Er hat schon zwei meiner Männer erschossen. Wir können ihn ausschalten. Sie sind am Rand der Terrasse. Wenn er fällt, fällt auch sie. Haben wir das, Abweichlers, Falten des Abweichlers. Hat er sich zuvor schon einmal merkwürdig verhalten? Ich habe keine Ahnung. Ist das wichtig? Ich brauche Informationen für das beste Vorgehen. Genau. Name? Ist sein Name bekannt? Hör zu. Dieses Kind ist jetzt alles, was zählt. Also kümmere dich um den scheiß Androiden. Oder ich werde es tun. Angst auf Erfolg 48% nur? Analysieren. Eine Waffe fehlt. Okay. Munition. Gezählt. Rekonstruieren. Ah. Hey, er nahm die Waffe des Vaters. So ist das passiert. Perfekt. Wir wollen es ja
Besuche das Zimmer der Geisel. Okay, ins Kinderzimmer einmal. Oh, jetzt kommt Musik. Übrigens, ich konnte nichts an der Musik ändern oder so. Ich hoffe, die ist nicht Copyright geschützt. Mal hier ein Tablet. Daniel ist es also. Ich weiß nicht, ob wir die Informationen uns alles merken müssen, aber der Angreifer heißt Daniel also. Die kennt ihn. Sonst noch irgendwas, was ich hier angucken könnte? Sieht nicht danach aus. Das Glas hier. Das haben sicherlich hier die Leute kaputt gemacht. Untersuche die Opfer. Erstmal gucken. Einschusslöcher. Einschussloch Nummer 2. Verstorben ist der liebe John. Okay, rekonstruieren. Ja, mittlerweile merken wir das. Da ist damit etwas in der Hand. Sieht aus wie so ein Tablet. Tablet liegt da hinten in der Ecke. Geht. Bam. Da ist der liebe Vater denn halt erschossen worden. Ein Speeren. Ihre Bestellung eines AB-700 Androiden wurde registriert. CyberLife bedankt sich für ihren Einkauf. Okay, er wollte sich also einen neuen Androiden kaufen. Ja, dann stellt euch nicht so dahin. Nicht so ans Fenster stellen, mein Freund. EPD. Einmal scannen. Verstorben. Schusswunde Kaliber. Ja, war klar. Einmal rekonstruieren dann bitte. Wir wollen ja wissen, was passiert ist. So. Kann ich das jetzt nicht? Ich will das analysieren. Also sah die Schießerei. Okay, und die Polizei verletzte ihn. Und die Waffe liegt da. Perfekt. Kann ich die Waffe aufnehmen?
glotzt du denn so? Steh da nicht herum. Sei mal nicht so frech zu mir. Ich klär gerade den Fall auf, wenn du hier feige drum sitzt. Seit einer Stunde wird ein Mädchen auf einer Dachterrasse als Geisel festgehalten, hier im Zentrum von Detroit. Noch steht nicht fest, was genau passiert ist, aber der Täter scheint der Android der Familie zu sein. Er hat vermutlich ein Familienmitglied und einen Polizisten getötet. Bestätigt es sich, wäre das der erste Fall eines Androiden, der absichtlich Menschen tötet. Alles spricht dafür, dass sich das Einsatzkommando auf einen Angriff vorbereitet und... Okay. In den Nachrichten ist es auch schon. Die Familie wollte zu Abend essen. Worauf warten wir denn? Knallen wir dieses Arschloch ab? Ich habe freie Schussbahn. Hey, viertles blaues Blut. PL-600 ist das Modell. Kinderschuh. Geisel könnte verletzt sein. Nein, das wollen wir natürlich nicht. Hoffe ich nicht. Prozentige Chance. Ich glaube, die 80%ige Chance, die sollte fast schon reichen, hoffe ich. Bevor halt die wirklich jetzt gleich zuschlagen und ihn niederschießen. Der Polizist lebt. Orte, rette die Geisel um jeden Preis. Orte die Geisel. Ja, da mal rausgehen. Bleib weg! Keinen Schritt näher oder ich springe! Nein, nein, bitte, bitte nicht! Nein, tu's nicht! Hi, Daniel! Wo? Mein Name ist Connor! Woher weißt du meinen Namen? Ich weiß so einiges über dich. Ich möchte dich hier rausholen. Können die da bitte aufhören, mit dem Helikopter jetzt herum zu... Lass jetzt bitte Emma gehen! Sie ist nur ein kleines Kind, sie hat nichts mit all dem zu tun! Niemals! Sobald ich sie loslasse, erschießt sie mich! Aber so dumm bin ich nicht! Nein! So dumm bin ich nicht! Bist du bewaffnet? Ja, ich habe eine Waffe! Fallen lassen! Ganz langsam oder ich schieße! Ja. So! Jetzt nicht mehr! Ja, möglicher Grund, Emma und du. Ich weiß, du und Emma standet euch sehr nah. Du fühlst dich betrogen, aber sie hat nichts falsch gemacht. Sie hat mich angelogen. Ich dachte, sie liebt mich. Aber das tut sie nicht. Sie ist bloß wie all die anderen Menschen. Daniel, nein. Möglicher Grund? Sie wollten dich austauschen und das hat dich aufgeregt. Das ist passiert, stimmt's? Ich dachte, ich gehöre zur Familie. Dass ich etwas bedeute. Aber ich war nur ein Spielzeug. Das man einfach entsorgt, wenn es alt ist. Einfühlsam. Hör zu. Ich weiß, dass das nicht deine Schuld ist. Diese Emotionen, die du hast, sind nichts als Fehler in deiner Software. Nein, es ist nicht meine Schuld. Ich wollte das nicht. Ich liebte sie. Weißt du,
Doch ich bedeutete ihnen nichts. Was war mein Kind? Ich war nur Sklave für ihre Drecksarbeit. Ich halte diesen Krach nicht mehr aus. Dieser Helikopter soll verschwinden. Perfekt. Willkommen. Ja, du kriegst deinen Willen. Du musst mir vertrauen, Daniel. Lass das Mädchen gehen und ich verspreche dir, es wird alles wieder gut. Ja. Ich will, dass alle abhauen. Und ich will ein Auto. Ich lasse sie dann außerhalb der Stadt gehen. Das ist unmöglich, Daniel. Lass das Mädchen gehen und ich verspreche, dir passiert nichts. Leider nicht. Ich will nicht sterben. Du wirst auch nicht sterben. Wir werden nur reden. Dir wird nichts passieren. Du hast mein Wort. Lass das Kind liegen. Ich vertraue dir. Na ja, da vertraust du dem Falschen. Jetzt wirst du erschossen. Wie ich mir das gedacht habe, dass die Scharfschützen sofort, wenn das Kind weg ist, ihn erschießen. Ich hab's mir gedacht. Du hast gelogen, Connor. Du hast gelogen. Du hast Menschen getötet, mich angeschossen. Mission erfolgreich. Wir sind halt schon ein recht guter Cop gewesen. Dies ist dein Ablaufdiagramm der Szene. Hier kannst du die bisher eingeschlagenen Wege, die noch zu erkunden Wege und die freigeschalteten Möglichkeiten ansehen. Bei jedem Knotenpunkt erhältst du Punkte, die du in den Extras ausgeben kannst. Das Spiel ist so konzipiert, dass einige Knotenpunkte und Enden nicht zur Vervollständigung des Ablaufdiagramms hinzugezählt werden. Okay. Man hätte sich so angekleidet, eine freundliche Herangehensweise, Helikopter weggeschickt, das ist gar nicht so schlecht gewesen, denke ich. Mit der Wahrheit über Waffe habe ich auf jeden Fall Vertrauen nochmal dazu gewonnen. Abweicher angelogen. Hätte aber noch viel mehr. Es hätte einen schnelleren Weg gegeben. So langsamen Weg genommen. Das ist hier meine Frage. Hier wurde er erschossen. Gibt es auch Möglichkeiten, wo er nicht erschossen wurde? Das müssen wir irgendwann nochmal herausfinden. Weiter geht's. 5. November 2038. CyberLife, Inc. Modell AX400. Loading OS. Systeminitiation. Ein wirklich erstklassiger Haushaltsassistent. Er kocht 10.000 Gerichte. Komm schon, Zoe, gehen wir. 200 Sprachen und Dialekte. Und leistet Kindern Lernhilfe von der Grundschule bis zur Universität. Wow! Liebling, der sieht toll aus. Genau so einen brauchen wir. Ja. Wie viel soll der noch machen? Im Moment gibt es die gesamte Produktionslinie im Angebot. Für nur $7.999 mit einem zinslosen Kredit auf 2 Jahre. Und sie haben 2 Jahre Garantie auf das Modell. 7.999. Wir nehmen ihn. Eine gute Wahl, Sir. Folgen Sie mir bitte, wir machen alles fertig. Der MP800 ist etwas teurer, hat aber auch viel mehr Funktionen. Danke. Kommen Sie, ich zeig's Ihnen. Ich möchte auch ein MP800 sein. Da ist er. Das war etwas schwierig, ihn wieder zum Laufen zu bringen. Er war echt richtig kaputt. Was ist nochmal mit ihm passiert? Es war ein Auto.
Ein blöder Unfall. Ah, verstehe. Wie auch immer, er ist jetzt so gut wie neu. Na, vielleicht bis auf den Reset. Also, wir mussten den Speicher löschen. Es ging nicht anders. Das ist okay. Okay. Gibt's einen Namen? Von meiner Tochter. AX-400, registriere deinen Namen. Kara. Mein Name ist Kara. Okay. Wir sind also Kara. Es wird interessant. Jetzt sind wir ein weiblicher Android. Anfangs waren wir noch ein männlicher. Aber ich glaube, das sollte kein Problem sein. Ich finde schon mal die Grafik ziemlich erstaunlich gut. Die sieht halt schon richtig, ja, richtig geil aus. Um es ehrlich zu sagen. Und so ein bisschen realistisch. Wenn man sich den Androiden anguckt, haben die schon schön gemacht, die Models. Ein schönes Intro hier. Ich hoffe, ich bekomme keinen Copyright-Claim wegen Musik. Ich meine, ich kann es nicht ausschalten, also von daher kann ich nichts dafür. Ich kann nur Ton komplett ausmachen oder halt die Musik laufen. Ja. Oder anlassen. Mehr geht nicht in den Einstellungen. Ich bin ja mal gespannt, was wir alles erwarten können in dem Spiel. Ich habe es vorher noch nie bei irgendjemandem mehr angeguckt. Ich habe mir überlegt, ich will lieber selber das ganze Erlebnis haben. 5. November 2038. Die Androiden übernehmen die Stadt. Okay. Wollen wir jetzt nach Hause? Sind wir doch wieder männlicher? Ja, ich glaube, das reicht für einen Tag. Hier. Lassen Sie mich Ihnen helfen. Einmal lesen. Die Green Earth. Langweilig. Klimawandel. Dann eher hier über Tech Edit. Geheimnisse von Androiden. Geheimnisse von Androiden. Die Cyberlife sind Androiden für das Leben mit den Menschen gestaltet. Androiden zu gestalten, die vom Menschen akzeptiert werden, war eine große Herausforderung für Cyberlife, Jason Graff. Leiter der Humanisierungsabteilung bei Cyberlife, enthüllte in unserem letzten Interview einige seiner Design-Geheimnisse. Die ersten Androiden waren perfekt. Sie hatten perfekte Gesichter, eine perfekte Mimik und wir erkannten früh, dass sie etwas Verstörendes an sich hatten, das den Leuten ein unbehagliches Gefühl machte. Cyberlife hat seine Maschinen menschlicher gestaltet, damit sie in den unseren Häuser kommen und neue Familienmitglieder werden können. Sie schufen Androiden beiderlei Geschlechts und sämtliche Ethnien, analysierten Tausende von Stimmen, um den angenehmsten Klang zu finden. Das realistische Blinzeln wurde perfektioniert, obwohl völlig unnötig. Zusammen mit den Atmung, Gesichtsbehaarung und viele menschlichen Eigenschaften. Diese perfekte Simulation des Menschen bis in Details, die Androiden nicht benötigen, ist das Geheimnis hinter Cyberlifes Designerfolg. Also, wir können rübergehen zum nächsten. Green Earth, Klimawandel. Wie die Umwelt die amerikanische Gesellschaft verändert.
Eine aktuelle UR-Studie hat herausgefunden, dass mit den Ansteigen des Meeresspiegels und der Klimaveränderung mehr und mehr Wetterextreme einhergehen und die Reichen Amerikas einst zur blühende Küstenstadt verlassen. Immobilien an den Küsten in ehemaligen Top-Locations wie Miami und Los Angeles erleben eine Angstflucht, denn die wohlhabenden Anwohner ziehen Besitz weiter im Inland oder in größeren Höhen vor. Das treibt die Preise in den ländlichen Gegenden nach oben und in ehemals begehrten Vierteln fallen sie in den Keller. Dies mag nach einer Gelegenheit für ärmere Amerikaner klingen, einen neuen Lifestyle zu genießen, doch die Realität sieht weniger attraktiv aus. Küstenregionen sind nicht nur regelmäßig Hochwasser, Hurrikanen und anderen Extremwetter ausgesetzt, sie leiden auch unter einem Stadtflucht. Alle Dienste und Einrichtungen folgen den reicheren Kunden in neue Gebiete. Arnold Waters, spezialisiert für Stadtentwicklung, nennt dies den Donut-Effekt, bei dem die ehemaligen Zentren der Küstenstädte ausgehöhlt werden. Die Statistik ist nur das jüngste Beispiel dafür, wie sich die Klimaveränderung auf die amerikanische Gesellschaft auswirkt. Sie verändert nicht nur das Aussehen der Umwelt, sondern auch den sozialen Gefüge unserer Nation. So, dann können wir das hier wieder hinlegen. Finde ich ja cool, dass man halt so zwischendurch was zu lesen hat. Was hatten wir? Kohlebestellung 847 in Malereibedarf, Berlini ab. Geht's? Okay. Wir sollen halt hier entlang. Ich kann hier nicht mit Menschen reden. Guck mal, die kümmert sich doch gut um das Kind. Wasser. Das waren 12 Meilen. Noch 5 Meilen bis zum Ziel. Die Leute mit denen umgehen. Ganz normales Verhalten, dass du fliegen kannst, oder? Frag ja nur. So, das ist da hinten. Unsere Jobs. Maschinen, meine Damen und Herren, sollen uns dienen und nicht ersetzen. 35% Arbeitslosigkeit, Millionen ohne Job. Und tun wir irgendetwas? Yeah. Wir wollen Jobs. Nicht mehr Androiden. Hofft euch Androiden, lasst sie arbeiten, ihr kriegt das Geld. Wenn die arbeiten und ja, ihr könnt dann ganz chillig zu Hause sitzen und Gartenarbeit machen, wenn ihr arbeiten wollt. Doch diese Sklaven werden zu Meistern. Wir können ohne sie nicht mehr leben. Sie sind zu Hause, in den Schulen, den Fabriken. Sie haben unsere Jobs. Sie betreuen unsere Kinder. Sie pflegen unsere Eltern. Warum guckst du mich so an, Dämon? Ich weiß, wer du bist. Ich durchschaue dich. Du bist derjenige, durch den das Böse kommen wird. Du bist derjenige, der Detroit zerstören wird. Aber so davon. Wir können nicht mehr leben ohne diese... Ja, der hat halt... Jeden
auch nur eine Anti-Androiden-Ansicht. So. Da sollen wir rein. Biosensoren, okay. Ah. So also. Einmal verbinden bitte. Identifikation bestätigt. Die Bestellung Nummer 847. Das macht 63,99. Bitte die Zahlung bestätigen. Ja, hier. Zahlung bestätigt. Verkauf abgeschlossen. Hey. In Farbe. Nimm den Bus nach Hause. Ich kann noch hier ein bisschen umgucken, aber anscheinend gibt es hier nicht mehr so viel. Der Bus nach Hause. Na sicher geht er da durch die Demonstranten durch. Hätte ich auch nicht anders erwartet. Cool. Ist natürlich nicht schlecht. Auf der extra durch. Androiden stehlen unsere Jobs. Was machst du? Wo willst du hin, Blechbüchse? Hä? Ach, wirklich. Hey Leute, hier ist eine von diesen Blechbüchsen. Seht euch das Scheißding nur an! Klaut unsere Jobs und kann nicht mal aufstehen. Ja, ja. Zeig's. Wie ich aufstehe? Das ist Sachbeschädigung, was ihr da macht. Verpasst die Neubreibung! Ja! Du gehst nirgendwo hin. Wir nehmen dich jetzt auseinander. Mach das Ding fertig. Na los! Okay. Das reicht. Lasst ihn in Ruhe. Erteilen wir ihm eine Lektion. Beschädigt ihr ihn, gibt es ein Bußgeld. Dein Job ist auch bald weg. Was du dann wohl sagst. Okay. Na los, geh weiter. Mir war klar, dass sie mich angreifen werden. Androiden stehlen unsere Jobs. Ja! Yeah. Yeah. Wir müssen Familien ernähren und diese... Wir zurückschubsen können. Oh nein, wir müssen mit dem Bus fahren. Ich muss auf dieser auf den Stellplatz sitzen oder stehen, weil ich ein Android bin? Nö, sehe ich nicht ein. Wir müssen sogar eingesperrt hinten stehen. Das ist schon Ausgrenzung. Cyberlife. Abtöner. Oh, Markus hat den Bus genommen. Oh, wir haben drei Sachen nicht bekommen. Schade.
Und die Geheimnisse der Androiden haben wir gelesen. Wir haben die Prediger zu sehen. Drei Sachen nicht. Schade. Aber ich würde sagen, das soll es für diese heutigen Folge gewesen sein. Ich bedanke mich einmal fürs Zuschauen und wir hören uns morgen wieder. Ich wünsche euch einen wunderschönen Resttag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.